Recht herzlich willkommen zur 182. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wie ihr seht, hier wackelt die Zeit hin und her. Sechs Tage sind es noch, bis wir da weitermachen können. Aber wir gehen jetzt hier wieder hin. Ich habe schon gerade eben einmal das Display angepasst. Das hatte mir der Dralo geschrieben, hier oben Delta V und TBR. Habe ich hinzugefügt, oder war es der Modrak? Ich glaube, es waren beide, die das gemacht haben. Jetzt sehen wir unser Vessel hier. Genau, dann gehen wir mal auf die Karte, schauen da mal rein, wie unsere Lage jetzt so ist. Ich glaube, wir hatten jetzt, ich hatte gar nicht hier letztes Mal das korrigiert, das wollte ich noch machen, da hat der Dralo mir halt zugeschrieben, ich soll mal ganz fix da das Triebwerk mäßig Power runtergehen. Dann kann ich das auch feiner justieren. Ich vergesse jetzt nachher nicht wieder Schubbegrenzung, sag schon. Da runter zu machen nachher, wieder hoch zu machen, machen wir 10% gerade, das müsste ja funktionieren. Dann müssen wir irgendwo jetzt ein Dingens haben. Machen wir erstmal hier ein Manöver hin. Und dann müssen wir ja, da müssen wir das nochmal anklicken. Macht den da hinten auch nochmal, aber das ist ja eigentlich egal, man muss nur einsehen. Ob das war jetzt falsch, falsch. So, nochmal. Zwei ist da. Gibt es auch eine 1? Nein, es gibt keine 1. Da war die 3, da war die 3. Jetzt wird es ein bisschen zu schnell. Das heißt, da war schon richtig nur der Zeitpunkt, wo wir das machen müssen. Müssen wir gerade noch ein bisschen ändern. Dann, jetzt ist er weggegangen. So, das nochmal hier gucken. Oh. 3, 2, keine 1 da. Und dann nochmal woanders hinschieben. Da ist die 1. Dann bedeutet das, wir kriegen da auch keine 0. Da ist die 0. Gut, das bedeutet, wir richten uns gerade einmal hier unten aus. So ein bisschen schon mal, falsche Richtung. Da unten hin. Und wenn wir dann da sind, so, nee, da hinten ist der Punkt, ja. Aber irgendwie, na komm, hier in Vorspulen, alles ist gut. Dann müssen wir da gleich mal das Manöver kurz fliegen. So ein bisschen ausrichten noch das Ganze. Und dann kriegen wir das schon hin, ne? So. Wäre, glaube ich, genauso gut, dass wir es hier machen können. Spulen wir gerade nochmal ein Stück vor. So. Und da müssen wir jetzt nicht ganz viel Schub geben, einmal kurz nur. Und dann passt das gleich schon. Okay. Und gut ist. So. Das Manöver weg. Das passt. Und jetzt müssen wir noch gucken, dass wir den Zeitpunkt hinkriegen, wo wir ihn treffen oder nicht treffen, ne? Ja. Hier haben wir jetzt diesen Schnittpunkt. Und die müssen wir jetzt anpassen, dass die so sind, dass wir das hinkriegen, dass es identisch ist, ne? Dass die übereinander sind irgendwo. Ne, warte mal, das wäre jetzt natürlich ganz krass, so wie wir gerade sehen. Jetzt machen wir hier gerade was ganz falsch, oder? Guck
Komm, das war jetzt hier, zack, weg. So, Manöver hinzufügen. Ja, gute Frage, ne? So, das ist doch hier top, oder? Da müssen wir nur 4 Runden weiterfliegen, oder wie sehe ich das? Da kommen wir da schon hin. Oder? Vertue ich mich da jetzt irgendwie? Nee. Hier, die Schnittpunkte sind schon top, ne? Das ist aber in 4 Runden. Aber auf der anderen Seite. Ah, jetzt haben wir wieder toll hingekriegt. So. Ich glaube, so ist das da ganz gut. Ja, das würde bedeuten, wir müssen nur vorspulen oder was? Dann ein bisschen Feintuning dann machen und dann haben wir den, oder was? Das Manöver ist ja erst in 4 Runden. Oder? Ja, komm, mal vorspulen. Ich glaube, geht nicht schneller, weil wir zu nah sind. Na, genau. Steiner Knoten. Hier ist doch dann das Rendezvous, oder? Okay. Hier geht's auch noch schneller. Ist er das jetzt hier hinten? Ja. Das war jetzt eine Runde. Jetzt sind wir nur 3, ne? Jetzt sind wir gerade langsamer. Gucken, ob wir wieder schneller können. Das ist die zweite Runde. Okay, es wird auch kürzer der Abstand, das passt dann wohl. Das ist die Frage, ob schon in der nächsten Runde so ist oder. Dritte Runde oder waren es 4? Ne, ich meine, es waren 4, ne? Ach so, jetzt sind es noch 45 Minuten, alles klar, daran erkennen wir das ja. Ist die Frage, wie lange wir rumbrauchen. Das sehen wir ja jetzt gleich. Ich glaube, 2 Runden sind es dann noch, ne, oder? Also diese zu Ende und dann noch eine. Dann sollte das schon nicht schlecht sein, oder? Aber wir können das ja gleich noch sehen. Da ist das. Nee, ich glaube, wir sind jetzt schon in der Situation gerade knapp vorbei, wa?
Das war dann leider zu viel des Guten. Was ist denn das jetzt hier? Entfernung 11.000 Meter. Ja. Da wäre jetzt das Manöver zu machen. Nee, okay. Lass mal gerade noch ein Stück vorfliegen. Gut, ach so, wir müssen den erstmal ausrichten. Cool. Dahin. Okay. Das kann her. So, ungefähr. Passt das? Nee, der war schon gut. So. Bisschen schneller. Okay, und dann brennen wir jetzt gerade einmal die 05 runter und dann weiß ich aber nicht, ob das das Top-Ereignis war. Ah, warte mal. Nee, das war jetzt nicht das Top-Ereignis, einfach aus dem Grund, weil ich hier wieder mal hier und da schneide ich ja. Ich darf nur einen Schnittpunkt haben, dann bin ich direkt angenähert. Ach, da habe ich das wohl verbaselt gerade. Ja, gut. Das bedeutet, wir müssen das nochmal korrigieren. Und ich glaube, wir müssen, naja, so nicht. Stopp, das war zu viel. Ja, da haben wir jetzt hier nur einen Schnittpunkt dann. Wo ist denn meine Linie da? Doch, das geht hier. Komme ich drunter, ne? Nee, da tauche ich da ein. Das war's dann wohl. Das ist schade. Fliegt so nah da dran, dass man das schlecht korrigieren kann. Haben wir jetzt ein bisschen was doof gemacht, ne? Hä? Weil wenn ich dann da kürze, dann lande ich ja schon. Okay, das bedeutet, ja, ich muss auf jeden Fall wieder raus. Darf ja nicht landen. Obwohl, jetzt wäre gerade der Punkt ganz nett, ne? Bin ich jetzt da vorbei oder was? Ne, ich bin da noch. Das heißt, ich kann das gleich noch machen. Gucken wir, dass wir da noch schnell hinkommen. Gut. So, ich glaube, so passt es. Da müssen wir einmal Schub geben, ne? 7,5 Meter. Gucken wir mal zu, dass wir es jetzt hinkriegen. So, los. Okay. Und gut ist. So, das haben wir dann schon mal erledigt. Das sieht natürlich top aus da.
und wollen hoffen, dass wir da gleich lang kommen. Aber das ist nur der Schnittpunkt, oder? Ist es auch da, das, wo das Wessel dann bei uns ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin gerade auf dem falschen Dampfer. Lass uns mal gerade schneller machen. Oder? Obwohl, wir holen jetzt auf, oder? Doch, das könnte hinkommen. Wir sind nämlich auf niedrigem Orbit. Gut, dann würde ich aber sagen, lass das mal hier gerade so laufen. Auf langsam. Wir machen hier einen Cut und nächstes Mal können wir dann gucken, dass wir den da retten. Das kann ja dann auch nicht mehr ganz weit sein. Es sind ja nur 7,5 Kilometer. Und wird weniger und ist dann da vielleicht die passende Distanz. Gut, okay. Dann würde ich sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, dass ihr, wenn ihr das nächste Mal dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.